Chris Raber alias Bambi Killer. Ich grüße dich recht herzlich. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja, Wein bitte. Du trinkst dann Wein, echt? Ja. Du musst doch im Training sein eigentlich. Ja, bin ja, aber Amateure trinken keinen Wein, Profis dann doch. Ja, und so. Also Alkohol ist nicht unbedingt immer verboten. Das zeigt schon, dass die Sportart, in der du dich bewegst, in Wahrheit Show ist und kein Sport. Meinst du das, ja? Ja, das weiß ich. Na, aber wenn du der Meinung bist, das ist nur Show, wir können gerne da hingehen und ich schmeiß die dann zweimal, einmal zur Show und einmal im Ernst und sagst mir dann einen Unterschied. Aber ich kann. Ja, aber na, Moment. Na, aber. Insofern du dann noch mit mir reden möchtest. Aber ich muss dir ganz kurz was sagen. Ja. Also die Verletzungen im Catch Wrestling sind permanent da. Ja, ich sehe das bei jeder Veranstaltung und es. Es sind jetzt nicht nur so Verstauchungen und Prellungen, sondern es geht da auch um Verletzungen, die ein bisschen ernster sind. Muskelein- und Abrisse, Platzwunden, Gehirnerschütterung. Du, ich weiß, der Mann, gegen den du kämpfst am Samstag, der hat bei seinem letzten Kampf einen Freund von dir ins Koma geworfen. Ist das richtig? Nicht nur ein Freund, sondern auch ein Schüler von mir. Ich habe in Leoben eine Wrestling-Schule, das Catch Wrestling Dojo. Da kann jeder hinkommen, der sich selbst im Ring beweisen will. Und Daniel wurde im Februar eben im Kampf mit Joe Doering, der dieses WM-Gold möchte, so schwer verletzt, dass er 18 Tage im Koma gelegen ist. Oje, aber geht's ihm jetzt und wieder? Das sicherlich nicht, weil er langweilig war oder zur Show. Nein, ja. Aber ist schon klar. Aber sind wir so ehrlich, im Wrestling ist viel ausgemacht. Nimm an, du redest von dem amerikanischen Wrestling. Hulk Hogan. Sports Entertainment. Hulk Hogan ist so ein Begriff, der mir noch... Es würde auch gern sehen, dass du in Hulk Hogan sagst, dass er nur Show macht und seine Gegner nicht wirklich umschmeißt. Aber Fakt ist... Glaubst du auch, dass das, was zwischen Terence Hill und Bud Spencer passiert ist, echt war? Wir haben ein Foto von dir, von einem Kampf, wo man sieht, dass du relativ mitgenommen warst bei diesem Kampf. Da können wir vielleicht anhand dessen schon belegen, dass es nicht ganz unernsthaft zugeht. Der Mann schaut, da glaube ich, dass deine Schamlippe sofort wieder dünner wird. Von DJ Ötzi besiegt. Aber das ist kein Theaterblut, sondern das ist echtes Blut, nehme ich mal an, oder? Ich habe in meiner Karriere bis jetzt 56 Platzwunden gehabt, am Kopf. Ja. Und natürlich mein eigenes Blut. Also nicht ich bestreite nicht, dass es natürlich eine athletisch sehr anspruchsvolle Arbeit ist, die du tust. Aber trotzdem ist alles abgemacht. Nein, das ist nicht so. Aber wie kann man denn Weltmeister werden, wenn es abgemacht ist? Dann ist doch der andere total doof, wenn er mitspielt. Ah ja, okay, wirst du Weltmeister. Da geht's halt auch wahrscheinlich um Geld. Ich weiß es ja auch nicht genau, aber entschuldige. Ja. Man sieht es doch. Es werden auch teilweise irgendwie so Film-Cuts geschlagen und so. Und man macht so und der andere fällt irgendwie theatralisch. Wir haben doch einen Ausschnitt aus, du bist Protagonist eines Kinofilms, der 2016 in die Kinos kommt. Und da haben wir einen Ausschnitt, glaube ich, auch aus Kämpfen von Bambi Killer. Und da können wir so mal schauen, ob das echt ist oder nicht. Bambi Killer. Naja. Aber die Kinder weinen. Die Kinder kann man noch täuschen. Ich glaube, ich kann auch die sehr schnell zum Weinen bringen. Aber abgesehen davon, in dem Kampf, das hat man kurz auch gesehen, habe ich mir die Schulter ausgerenkt, im Kampf wieder eingerenkt und weiterkämpft. Das passiert nicht, weil wir uns mit Samthandschuhen anfassen. Das ist mir schon klar. Ja, das ist mir schon klar. Der sportliche Unterhaltungsfaktor ist ganz wichtig. Ja, ich behaupte ja, das ist ja großartig. Ist es eine großartige, sehr diffizile Akrobatik, die du beherrschst. Das ist ja überhaupt keine Kritik. Mich interessiert das ja gar nicht, ob du stärker bist als ein anderer. Sondern das Faken dieser Sachen ist ja für mich, ist Ballett. Ballett mit Muskeln. Ja. Ich finde das ja schöner. Was gibt es für Regeln? Beim Boxen weiß man irgendwie, du darfst dem einen in die Fresse hauen, musst aber Handschuhe dafür benutzen. Ja. Was darf man bei euch? Also in die Fresse hauen geht auf keinen Fall, weil wir haben, also Faustschläge sind verboten, wir sind nicht bandagiert, wir haben keine Handschuhe.
Tiefschläge sind verboten, natürlich Unsportlichkeiten wie Beißen, Kratzen, Spucken, Haare ziehen, das ist alles verboten. Kampfhandlungen im Ring, größtenteils sind erlaubt, alle Würfe, alle Aufgabegriffe, Schläge, Minotaurm, Tritte, so ist erlaubt. Ja. Aber, ja? Nee, ja, ich habe nur begleitend ja gesagt, ja, okay. Um dich zu motivieren, weiter um weiterzumachen. Okay. Ja. Ja. Ja, Ziel ist es, den Gegner entweder zu schultern, das heißt Schultersieg, 3 Sekunden am Boden, Aufgabe, Disqualifikation, auszählen, also im Ring oder außerhalb vom Ring. Aber dazu ist es auch immer so, dass jeder eine Rolle hat oder jeder hat irgendwie jeder, es ist bei jedem Kampf der Gute und der Schlechte. Du bist, glaube ich, nehme ich mal an, weil du so ein fescher Typ bist, dass du wahrscheinlich immer der Gute bist, oder? Nein, eigentlich nicht. Das aber entscheidet das Publikum, wenn es wollen und wenn es nicht wollen. Natürlich, wenn einer extrem aggressiv auftritt, so wie Joe Döring, mein Gegner am Samstag, dann wird der wahrscheinlich kein Liebling der Massen sein. Das ist ein Viech, oder? Der Typ wiegt 100, wie viel? 140? 142 Kilo, 1,97 Meter groß, Triple Crown Champion in Japan. Also er ist ein absoluter Superstar. Und nicht ganz dicht, oder? Du hast mir gesagt, er ist nicht ganz dicht in der Birne. Ich muss vorsichtig sein, ich steige mit einem Ring. Er ist nicht ganz klar im Kopf, sagen wir es einmal so. Aber das ist komplett egal, weil wichtig ist einfach, dass der WM-Gürtel auch für dich in Österreich bleibt. Ist für mich wichtig? Ja, auch für dich. Pass auf, dein großes Vorbild. Auch für mich, dein großes, auch für mich. Dein großes Vorbild. Auch für dich. Dein großes Vorbild ist Otto Wanz. Otto Wanz war in der Lage, auch einer der ersten Wrestler Österreichs, oder? Nein, nicht einer der ersten, aber auf jeden Fall der erfolgreichste. Ja, erfolgreichste. Ja. Der konnte Telefonbücher zerreißen. Lieber Bummy-Killer, beweise uns doch, dass das nicht fake ist, sondern dass du es wirklich kannst. Dass es für dich ein leichtes bedeutet, dieses schmale Telefonbuch. Ja. Wir haben das schmalste ausgesucht, zu zerreißen. Ja, ich habe noch nie ein Telefonbuch zerrissen. Kannst du meinen Gürtel dabei halten? Ah, das wäre fast zu schwer wahrscheinlich, aber... Ich mache das so, du hast doch nicht gesagt, wie, oder? Wow, wow! Gut. Sehr gut. Viele fragen sich wahrscheinlich, wie kommt der Mann, dieser sympathische Mann, auf diesen martialischen Namen, der aber gleichzeitig auch so kindisch ist, Bambi-Killer. Ich glaube, wir haben da eine Vermutung, denn wir haben ein Foto von dir, wie es war, als du angefangen hast. Hier sieht man dich in der Mitte zwischen zwei da damals schon... zart. Genau. Zart körperlich und es wurde dir gesagt, so wie du ausschaust, kannst du höchstens ein Reh besiegen. Ja, wie ich mit dem Wrestling-Sport angefangen habe, also ich glaube, ich war das 16 Jahre alt auf dem Foto, wie ich mit dem Wrestling-Sport angefangen habe, war ich 15. Ja, und die ganzen Veteranen, die haben gesagt, was willst du da, du bist viel zu jung, du bist zu dünn, du hast da nichts verloren. Und irgendwann ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, das Einzige, was du besiegen kannst, ist ein kleines Reh. Und ich mir denkt, okay, na gut, dann bin ich der Bambi-Killer. Und dann bin ich wirklich bei meinem ersten Kampf, ich bin hinterm Vorhang gestanden und der Ringsprecher sagt mir an als Chris, der Bambi-Killer. Und die komplette Halle hat gelacht, hat brüllt und ich wäre am liebsten in die Garderobe zurückgegangen, hab's aber nicht gemacht. Und dann, die Tage danach, ist überall mein Name gestanden und zwar richtig. Und das war für mich wichtig, weil ich mir gedacht hab, wenn ich schon in den Ring steige, dann soll ja jeder wissen, wer ich bin. Und als Chris Raber wahrscheinlich wäre es nicht so gewesen. Ja. Aber wenn dich in einem Monat noch wer fragt, wie hat der Wrestler geheißen, der bei dir war, wirst du dich hoffentlich erinnern können, dass der Bambi-Killer war. Oder? Bitte, ich habe nicht zugehört. Jetzt. Wir haben, glaube ich, auch ein Foto von deinem Gegner. Ja, das ist der Foto eh schon, von Joe Döring, diesem Schwein aus Chicago. Joe Döring, der ist der nächste Gegner am 5. von Chris Raber. Möchtest du, das ist ja so üblich in eurem Gewerbe, dem lieben Joe vielleicht was ausrichten? Joe, am kommenden Samstag in der Oberlandhalle in Leoben steigen wir beide in den Ring. Und ich kann dir eins versprechen, Daniel hast du ins Koma geschickt, aber er wird in meiner Ecke stehen und mich unterstützen. Und das WM-Gold, das wird in Österreich bleiben. Wir sehen uns am Samstag in der Oberlandhalle. Wow! Das ist eine Ansage! Nimm das, Joe! Das Wahnsinn. Ist eine Ansage. Ja. Das ist wirklich eine Ansage. Ja, damit möchte ich mich herzlich bedanken, liebe Charlotte. Lesen Sie dieses Buch Mädchen für alles von Charlotte Roche. Und schauen Sie sich den Kampf an von Chris Raber. Wird es übertragen im Fernsehen? Nein, im Fernsehen nicht, aber auf Ö-Ticket kann man sich Tickets zulegen. Genau.
kommen. Ja? Unsere Sendung übrigens fällt nächste Woche aus, dafür in 2 Wochen. Oh, der unvorbeischießbare Marc Janko wird kommen. Und Michael Mittermeier. Und Michael Mittermeier. Und ich darf noch sagen, als Hinweis, jetzt im Anschluss an unsere Sendung gibt es eine Spezialausgabe von den Science Busters in Memoriam Heinz Oberhummer. Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren. Heinz Oberhummer. Heinz Oberhummer, der großartige Heinz Oberhummer. Und Sie vergnügen nun bei den Steaming Satellites. How dare you? Aus dem Soundcheck von Das finstere Tal. Das war's von uns. Steaming Satellites. Machen Sie es gut. Bis in 2 Wochen. Ciao. Unseren wunderbaren Gästen. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Sick and tired of all the decisions gonna burn.